der das Problem im Übrigen an der Wurzel packt. Alles andere ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Bestenfalls ist es Augenwischerei. Diese Probleme sind hausgemacht und diese hausgemachten Probleme müssen wir lösen. Ohne Wenn und Aber. Der Fiskalvertrag wurde im März dieses Jahres unterzeichnet. Übermorgen steht er hier und im Bundesrat zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, es steht völlig außer Zweifel. Alle Mitgliedstaaten, auch Deutschland, müssen ihre Hausaufgaben machen, die ihnen die Europäische Kommission zum ersten Mal im Übrigen im Rahmen des neuen Stabilitätspakts in ihren Länderberichten aufgegeben hat. Meine Damen und Herren, neben dem Pakt für Wachstum und Beschäftigung wird ein weiterer Schwerpunkt des Europäischen Rates die Finanzstabilität im Euroraum sein. Die Ratifikation des ESM-Vertrages in den Euro-Staaten ist weit fortgeschritten. Die Situation in Spanien zeigt, wie wichtig es ist, auch den Bankensektor verstärkt in den Blick zu nehmen und Ansteckungsgefahren zwischen Banken und Staatsfinanzen zu verringern. Zu diesem Zweck brauchen wir eine glaubwürdige europäische Bankenaufsicht, die objektiv agiert und auf nationale Belange keine Rücksicht nimmt. Meine Damen und Herren, ich mache mir keine Illusionen. Ich erwarte in Brüssel kontroverse Diskussionen. Und einmal mehr werden sich dabei alle Augen oder zumindest viele Augen auf Deutschland richten. Doch ich wiederhole hier und heute das, was ich in diesem Haus zuletzt am 14. Juni gesagt habe. Deutschland ist Wirtschaftsmotor und Stabilitätsanker in Europa. Aber auch Deutschlands Stärke ist nicht unendlich. Auch Deutschlands Kräfte sind nicht unbegrenzt. Auch Deutschlands Kräfte dürfen wir nicht überschätzen. Wenn wir das beherzigen, dann können Deutschlands Kräfte für unser Land und für Europa ihre volle Wirkung entfalten. Beherzigen wir das nicht, dann wäre alles, was wir planen, verabreden, umsetzen, am Ende nichts wert, weil klar wäre, dass es Deutschland überforderte und das wiederum hätte unabsehbare Folgen für Deutschland und Europa. Und das werden wir nicht zulassen. Nach der Schlappe gestern gegen Italien, das stürzt Deutschland mit Sicherheit für die nächsten Jahre in eine dunkle Zeit, möchte man sagen. Und ich spreche hier keineswegs von dem Fußballergebnis gestern gegen die italienische Nationalmannschaft. Das kann man noch verschmerzen. Aber was gestern Nacht entschieden wurde bezüglich des ESM-Wahnsinns, das kann man anders gar nicht titulieren. Hier wurde jetzt tatsächlich die Schuldenunion begründet. Die Frau Merkel scheint hier jetzt eingeknickt zu sein. Man hat jetzt Entscheidungen getroffen, die auf die nächsten Jahre katastrophale Auswirkungen auch für ganz Europa haben könnte, haben, vermutlich haben wird, aber auf jeden Fall die Situation für uns hier keineswegs besser macht. Es bleiben noch die Parlamente, es bleiben noch die Verfassungsgerichte als letzter Hoffnungsanker. Und das ist ein Skandal, sondergleichen, was hier passiert. Hier wird das Haushaltsrecht Deutschlands ausgehebelt. Wir geben unsere Bonität, wir geben unsere direkten Zahlungen an diesen ESM und der verteilt das Geld nicht mal mehr nur an die Staaten, die jetzt künftig auch ohne Maßnahmen diese Gelder abrufen können, ohne dass sie sich jetzt irgendwelchen Bedingungen unterwerfen müssen, denn da auch das wurde heute Nacht so beschieden, sondern direkt auch an die jeweiligen Banken der entsprechenden Staaten, die sich hier die Taschen voll machen. Aber es bleibt noch die letzte Hoffnung. Heute steht die Abstimmung an, die Abstimmung über den ESM, über den Fiskalpakt im Bundestag. Und man kann nur alle Abgeordneten dringend bitten, unterschreibt das nicht, stimmt dagegen, verhindert diesen Wahnsinn. Das ist komplett anders als das, was euch noch vor einem halben Jahr erzählt wurde, was der ESM sein sollte. Es gibt Geld nur mit zwingenden Auflagen etc. Das, was ihr heute unterschreiben sollt, ist komplett anders als das, was man bisher geschrieben hat. Unterschreibt das nicht, verhindert, dass Deutschland hier seine Interessen massiv ausverkauft. Das führt hier nicht zur Stabilisierung der europäischen Gemeinschaft, nicht zur Stabilisierung auf längere Zeit. Es wird kein Problem damit gelöst, ganz im Gegenteil, Deutschland wird in diesen Strudel mit reingezogen. Europa wird damit in ganz schweres Fahrwasser getrieben. Verhindern Sie das, die Abgeordneten, lassen Sie es nicht so weit kommen, verhindern Sie es, soweit möglich ist. Und sollten Ihre Fraktionszwänge Sie dazu zwingen, dann bete ich, dass wir es am Ende über das Verfassungsgericht schaffen, diesen Wahnsinn zu verhindern. Lesen Sie es durch, nehmen Sie sich eine Flasche Rotwein, lesen Sie den Fiskalpakt durch, bevor Sie ihn unterschreiben. Der ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Es geht ausschließlich darum, dass die unterzeichnenden Staaten
in ihre Gesetze, in ihre Verfassung hineinschreiben, künftig eine ordnungsgemäße Haushaltsführung zu gewährleisten. Wenn sie es nicht tun, wenn sie es nicht in die Gesetze schreiben, dann ist der Klageweg offen. Hier reden wir von 1, 2, 3 Jahren Klageweg, bevor irgendwas passiert. Dieser Fiskalpakt ist das Papier nicht wert, auf dem steht. Lassen Sie sich von dem auch nicht in die Irre führen, dass der angeblich jetzt hier für mehr Haushaltsdisziplin sorgen sollte. Wir machen jetzt eine vereinigte Schulden von Europa, ohne bei den anderen mitbestimmen zu dürfen, mitreden zu dürfen. Das führt für ganz Europa, inklusive und ganz vorne Deutschland, in die Katastrophe. Verhindern Sie das, soweit Sie dazu in der Lage sind, soweit Sie die Möglichkeit dazu haben.